Ja, und damit begrüße ich euch ganz herzlich zum Fernbus-Simulator hier bei uns. Ich habe heute das Päckchen bekommen, ja. Ich warte schon eine Weile darauf, weil ich habe es vor, ja, knapp 2 Monaten bestellt und heute kam es raus. Am 25. August. Und ja, also ich muss erstmal die Grafik hochstellen. Also. Ich muss mal auch ganz schnell gucken. Jetzt habt ihr gerade Stillstand. Ich nehme gerade mit 4K auf. Und das wird ja dann aber nachher ja alles runtergerendert. Also von dem her müsste aber eigentlich sonst alles passen. Und ich würde einfach mal sagen, ich habe das Spiel noch nicht gespielt. Ja, das ist ein völliges Blind Let's Play. Und deshalb würde ich einfach mal sagen, klicken wir mal auf Spiel starten. Ich habe schon Stuttgart ausgewählt. Und es gibt eine freie Fahrt, sonst gibt es nichts. Es gibt Germany. Okay, dann gibt es wahrscheinlich auch noch Erweiterungen. Okay, ich kann jetzt nur freies Spiel machen. Steuerung. Okay, ich habe hier noch den Zettel vor mir liegen, wo die komplette Steuerung drauf ist, ja. Ich werde es erstmal versuchen mit Maus und Tastatur und dann, ich denke mal später, und später denke ich dann mal, werde ich umsteigen auf den Controller. Aber ich möchte keine freie Fahrt, ich möchte hier ein benutzer neues Spiel. Guter Name. So, ich kann jetzt von hier, von Stuttgart Busbahnhof. Ah, okay. Es. Guten Name. Stuttgart nach. Wo gehen wir denn hin? Ich würde mal sagen, wir fahren nach Karlsruhe. Route Nummer 00. Es ist ein Express und wir fahren dahin. Check-in-Dauer 2. Reisezeit, Distanz. Check-in-Dauer. Lass es jetzt einfach mal auf 2. So, und dann gehen wir natürlich wieder zurück nach Stuttgart. Ist noch nicht als Daten. So, okay. Okay, speichern. Ah, und dann kann ich das spielen sozusagen weiter. Schwierigkeit einfach, Datum, Zeit, Wetter. Gottes Willen. Habe ich auch noch andere? Ne, ich habe nur. Doch, ich habe noch einen anderen. Gottes Willen. So, es gibt gerade bloß die zwei, aber der eine ist gesperrt. Okay, dann fangen wir mal mit dem kleinen. Also wahrscheinlich gesponsert das Ganze von Flixbus, denke ich jetzt mal. Schwierigkeit. Realistisch. Benutzer. Einfaches Fahren, automatische Lichtsteuerung, einfache Türsteuerung, automatische Klimaanlage, automatischer Service vom Depot starten. Anwenden. Wir starten. Leute, es geht los! Es kann sein, dass ich noch kurz die Audio umstellen muss, denn ja, das Intro war dann doch schon ziemlich, ziemlich laut. Und jo. Ich muss mich jetzt auch hier mal richtig hinsetzen. Das geht ja mal gar nicht so. Okay, wir laden. Und wir laden. Wo kann ich denn die Map öffnen? Tempomat ist T. Feststellbremse ist Leertaste. Okay, Fronttür öffnen ist F9 und Hecktür öffnen ist F10. Holy shit. Das muss ich umändern. Das geht immer gar nicht. Okay.
Klimaanlage brauchen wir nicht. WC-Freigabe ist I. WLAN-Freigabe U. Lol, what the fuck. Warum laden wir so lange? Fahrerfenster, Hupe. Okay, Scheibenwischer. Das brauche ich alles nicht. Blinker links, rechts ist Y und X. Von mir aus. Wann? Oh, ich höre was. Okay, also, liebe Leute, ich spiele, also ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, ja, aber das hier ist 4K und ich muss eindeutig noch was an der Lautstärke ändern. So. Wunderbar. Ah, okay. Was kann man denn hier machen? Nichts, muss den Bus betanken wahrscheinlich. Okay, also gut. Okay, also das Spiel ist heute raus. Es regnet auch in der Halle. Also ich denke mal, da werden noch einige Updates kommen in nächster Zeit. Aber wir steigen jetzt erstmal in den Bus ein. Kann ich denn die schließen? Habe ich noch nicht gefunden. Oh, mit C setzen wir uns hin. Öffnen die jetzt. Okay. Wird das jetzt automatisch? Ah ja. Okay, wo muss ich denn hin? Das Spiegel, Spiegel. Ah. Die Anzeige aktivieren mit Z. X00 Karlsruhe. Mit Down S. Was mit Down? Halte, was drücke und halte die Fußbremse mit Down oder S. Hier, ich habe doch eh Automatik. Spiegel, Spiegel. Spiegel. Also, hallo, halt mal an, bitte. Jetzt zoom mich hin. Folge der Streckenführung bis zur ersten Station. Okay. Ich möchte gar keine Infos haben. Kann ich die Infos irgendwie ausschalten? Die Infos nicht, Mann. Okay, der macht automatisch die Parkbremse ein, das ist gut. Aber weiter geht's. Okay, da wird mir noch alles erklärt. Da gibt's tausende Spiegel. Ups, jetzt bin ich ans Mikro gekommen, das wollte ich natürlich nicht. Oh, okay, wir mussten hier links. War mir aber von Anfang an klar, dass wir hier links mussten. Ja. Mal gucken, für was die einzelnen Spiegel sind. Okay, das ist modsmäßig laut. Unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zu Neige gehen? Kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf Link.
Tourismus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello and welcome to Flixbus. We're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination today. Before we set off, we would like to share some information about the journey. The wearing of seatbelts is compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seatbelt fastened throughout the entire journey. In the seat pocket in front of you, you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There's a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets, which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we sent you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas and requests. We are always ready to assist. And now, we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. Okay. Da kam ich anscheinend irgendwie auf alt. Weil... Ja, Sound abspielen ist alt. Okay, das öffnet es automatisch. Finde ich cool. So, muss ich jetzt aussteigen da dafür, oder? Checke den Passagier ein mit. Ach du Sch. Okay, linker Maus. Bin ich hier richtig? Buchungsbüchel bitte speichern. Was? Arnold ist da. Ausstehend. Express Check-in. Okay, Info. Bitte 15 Minuten Fahrfahrt an der Fahrt. Abfahrt. Bitte speichern oder drucken Sie Ihre. Okay. Boah, sehe ich jetzt, wie du heißt? Info. Hey, Fahrgäste. Mikael Kopp. Nö. Du Scheiße. Ja, ist okay. Ach du Scheiße. Herr Schüler. Schüler, ja, ist okay. Stuttgart Karlsruhe. Du heißt Barlo. Jawohl, ist okay. Jawohl, mein alter Herr, was kann ich wissen tun? Jakob. Jakob Pfeffer habe ich schon irgendwo gesehen, jawohl. Stuttgart Karlsruhe. Ja, passt schon. Armin Vogel. Jawohl. Niklas Wolf, jawohl. Alter, dass man da jeden einzelnen Passagieren. Schon okay, ich nehme einen anderen Bus. Was? Komm doch her, Mann, du hast doch ein. Ja, ist okay, du hast doch hier eine Fahrkarte, Mann.
Schon okay, ich nehme einen anderen Bus. Okay. Diana Fischer.